Guten Morgen an diesem Donnerstagmorgen und herzlich willkommen bei Phoenix vor Ort. Wir melden uns live von der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages. Sie haben als fleißige Phoenix-Zuschauer festgestellt, es ist eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestags und deswegen werden wir Ihnen auch heute wieder ausführlich berichten von den Debatten, die hier im Plenum stattfinden. Heute ungefähr bis 14:45 und auf der Tagesordnung stehen bis dahin unter anderem die folgenden Themen. Eine Aktuelle Stunde zum Abkommen der Europäischen Union mit der Türkei. Es wird gehen um die Streichung des Strafgesetzbuchs Paragraphen 103. Das ist der, in dem es um die Beleidigung von ausländischen Staatsoberhäuptern geht, beziehungsweise die Frage Böhmermann gegen Erdogan. Es wird unter anderem gehen um die Bekämpfung von Fluchtursachen. Und gleich um 9 steht auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages der Breitbandausbau, beziehungsweise Wege dahin, die es leichter machen sollen, auch günstiger machen sollen, das schnelle Internet in Deutschland weiter und schneller zu verbreiten, als das bisher geschehen ist. Es geht also um die digitale Agenda, es geht um Netzpolitik. Und es geht da aber nicht nur um rechtliche und wirtschaftliche Aspekte, sondern um Netzpolitik ja auch im Allgemeinen. Und wir werden ein wenig darüber diskutieren, jetzt gleich schon hier und an dieser Stelle. Und ich freue mich, dass dazu zu uns gekommen sind, unter anderem auch zu einer Meldung, die ganz frisch ist, nämlich von gestern. Dorothee Bär, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Guten Morgen Ihnen und auch guten Morgen Tabea Rösner, die Sprecherin für digitale Infrastruktur bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe es eben angesprochen, die Meldung, die gestern einigermaßen überraschend kam, weil dass die Störerhaftung gestrichen werden soll. Das muss man kurz erklären. Es geht darum, dass wenn jemand einen Internetzugang anbietet, sei es im Café, im Restaurant, in einer Bar oder auch in einer Wohngemeinschaft und den jemand nutzt, dass dieserjenige, der es anbietet, nicht dafür haftbar gemacht werden soll, wenn jemand diesen Zugang missbraucht, indem er illegal Daten runterlädt. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube im Wesentlichen alles drin. Es gab lange Einwände gegen diese, dass das gestrichen werden soll. Was hat den Ausschlag gegeben, dass es nun doch gestrichen wird? Also ich sag mal, Zeit ist won. Ich habe das schon als Leiterin der digitalen Agenda bei Zeit ist es geworden. Zeit ist won, ja. Aber das ist halt so fränkisch, ne? Für meine fränkischen Zuschauer zu Hause. Es wurde Zeit, sagen wir es ganz höflich hochdeutsch. Es war schon bei den Koalitionsverhandlungen 2013 auch von uns in den Koalitionsvertrag reinverhandelt worden. Und da gibt es natürlich immer Bedenken und da wird immer in Deutschland auch sehr viel Misstrauen den Nutzerinnen und Nutzern gegenübergebracht. Wir haben in unserem Ministerium schon vor 2 Jahren ein offenes WLAN installiert und der Minister hat damals gesagt, wenn die Staatssekretärin nach 3 Monaten noch nicht im Knast ist, hat alles funktioniert. Das ist jetzt 2 Jahre her und ich bin froh, dass jetzt der Rest der Bundesregierung da auch unserer Auffassung gefolgt ist. Ist es wirklich damit vom Tisch? Also es ist allerhöchste Zeit, würde ich mal sagen, nicht nur Zeit. Wir sind in Deutschland da ziemlich weit hinten, was offene WLANs angeht. Es gibt viele Initiativen, Freifunkinitiativen beispielsweise oder in öffentlichen Gebäuden, wo offenes WLAN angeboten werden soll. Und deshalb ist es nur richtig und wichtig, dass das jetzt vom Tisch kommt, die Störerhaftung. Ich hoffe nur, dass es jetzt auch bald einen Gesetzentwurf gibt, weil die Zeit drängt tatsächlich und wir warten darauf schon viel zu lange. Lange auch aus der Union, aber auch blockiert worden, das Ganze vom Tisch zu nehmen, ne? Also ich glaube, da nehmen sich Teile der Union und Teile der SPD nichts. Aber man muss das jetzt nicht personalisieren. Ich weiß, an wem es liegt. Ich bin nur wahnsinnig froh, dass jetzt endlich mal die Bedenken zur Seite gelegt wurden. Wenn man sich mal überlegt, wenn man es seinen ausländischen Kolleginnen und Kollegen erklären wollte, Störerhaftung gibt es in keinem anderen Land. Also man kann das Wort schon mal gar nicht übersetzen. Allein daran sieht man schon mal, dass es ein hausgemachtes deutsches Problem war. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, das Stichwort Freifunk. Das sollten Sie vielleicht noch mal erklären und auch noch sagen, was Sie damit verbinden und wo der tiefere Sinn liegt, dieses jetzt einzufordern. Also es gibt viele Initiativen, die sich zusammengeschlossen haben. Die wollen offenes WLAN in Städten anbieten oder dort, wo das Internet nicht gut funktioniert, dass man eben Zugang hat zu einem WLAN, das jemand ehrenamtlich zum Beispiel zur Verfügung stellt. Und es gab die ganze Zeit Rechtsunsicherheit darüber. Und deshalb ist es wichtig, wenn man tatsächlich ausbauen will, wenn man Zugang zum Internet, zum schnellen Internet ermöglichen will, dass diese Rechtsunsicherheit und diese Haftungsfragen endlich vom Tisch sind, damit diese Freifunkinitiativen oder Sie, wenn Sie das genauso machen wollen, Sie können das ja auch machen, ein offenes WLAN anbieten, dass Sie dann eben nicht haftbar gemacht werden. Wie groß ist die Unterstützung der Bundesregierung in dieser Frage, für diese Punkte?
Naja, jetzt Gott sei Dank einheitlich groß. Aber wie gesagt, wir waren da von unserem Ministerium aus lange Zeit alleine auf weiter Flur. Gucken wir auf das, was heute auf der Tagesordnung steht, nämlich dein effizienterer Breitbandausbau. Da wollen Sie mehr Transparenz, effizientere Verfahren. Erklären Sie uns, was dahinter steckt. Es geht ja nicht nur darum, Milliarden einzuwerben in den Haushalt, um dann tatsächlich Glasfaser-Rollout vonstatten zu bringen. Es geht auch darum, dass man zum Beispiel alternative Verlegetechnologien hat, dass man Mitnutzung hat. Also wenn man es mal verkürzt ausdrücken möchte, könnte man sagen, dass in Zukunft jede Baustelle in Deutschland Bandbreite bringt, dass nicht mehr eine Straße doppelt aufgerissen wird, dass eine automatische Leerrohrmitverlegung ist, ob das jetzt in Neubaugebieten ist, ob es jetzt an Wasserstraßen ist, an Schienen, an Bundesautobahnen. Also überall, wo ein Kran steht, muss auch gleichzeitig dann, wenn gebuddelt wird, auch Glasfaser mitverlegt werden. Frau Rösser, klingt doch ganz gescheit. Was spricht dagegen? Dagegen spricht erstmal nichts. Es gibt zwei Punkte, die wir kritisieren. Das eine ist, es geht darum, Kosten zu senken. Und die Bundesregierung geht davon aus, dass man 25% der Gesamtkosten damit sparen kann. Ich glaube, das ist etwas überhöht eingeschätzt. So viel Sparpotenzial ist da nicht. Und es kommt sehr, sehr spät, weil diese Richtlinie sollte eigentlich bis Anfang des Jahres schon umgesetzt sein. Das ist über 5 Monate her. Die Richtlinie stammt von 2014. Das heißt, man hätte halt schon viel, viel früher diese Umsetzung machen können. Und das eigentliche Problem ist ja, dass die Bundesregierung nicht wirklich Geld in die Hand nimmt für den Glasfaserausbau. Eigentlich müssen wir mehr Glasfaser ausbauen. Die Bundesregierung hat 2018 als Zielmarke und möchte da flächendeckendes Breitband von 50 Mbit gewährleisten. Und ich glaube, dass dieses Ziel eben nicht erreicht werden kann. Und es kann auch nur ein Zwischenschritt sein, weil wir brauchen viel, viel höhere Bandbreiten. Und dafür ist das einfach zu wenig. Frau Bär. Ja, also erstens mal ist es so, dass wir ja, was angesprochen wurde, ist die Kostensenkungsrichtlinie der EU. Wir gehen da noch einen Schritt weiter, deswegen sind wir unserer Meinung nach da schon schnell dran. Aber was wesentlich entscheidender ist, ist, dass wir natürlich Geld in die Hand nehmen. Und ich bin mir sogar sicher, dass wir diese 50 Mbit pro Sekunde für jeden Haushalt 2018 erreichen. Stimmt der Kollegin aber zu, dass es bei Weitem nicht ausreichend ist, sondern wir machen gerade eine Studie auch zur Gigabit-Gesellschaft. Also für mich sind diese 50 Mbit pro Sekunde, steht im Koalitionsvertrag, den zweifle ich natürlich auch als Staatssekretärin nicht an, aber als Abgeordnete sage ich, wir brauchen da wesentlich mehr. Und wir brauchen vor allem, also die 50 Mbit sind für mich so die Feldwege, die Schotterwege, die brauchen wir tatsächlich auf jeder Hallig, in jedem Weiler. Aber wir brauchen natürlich auch ganz andere Bandbreiten, wenn ich nur an unser Thema denke. Automatisiertes, autonomes Fahren, 5G-Latenzzeiten. Also wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr. Und wir machen jetzt gerade eben eine Studie gemeinsam mit der Netzallianz, um auch zu schauen, flächendeckend in Deutschland, wo welche Bandbreite wie gebraucht wird. Wie gesagt, dieses Zwischenziel, was im Koalitionsvertrag steht, das wird locker zu erreichen sein. Aber es wird nicht ausreichend auf Dauer. Ich habe so den Eindruck, dass Frau Rösner da ein bisschen skeptischer guckt, weil sie gerade... Sie ist in der Opposition, sie muss das machen. Wir hören jetzt auch mal, warum. Also erstens würde ich wetten, dass 2018 dieses Zwischenziel nicht erreicht wird. Da würde ich wirklich mit dir gerne wetten, Doro. Aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass nicht wirklich Geld in die Hand genommen wird. Also der Glasfaserausbau, da ist Deutschland weit zurück. Wir liegen im europäischen Ranking auf Platz 28. Ja, es sind gerade mal knapp 5% der Haushalte, die mit Glasfaser versorgt sind. Das ist für eine zukunftsfähige Entwicklung, ist das deutlich zu wenig. Und dafür muss man richtig Geld in die Hand nehmen. Und da ist zum Beispiel eine Entscheidung zum Thema Vectoring die falsche. Da wird nämlich Glasfaser ausgebaut, sondern Kupfer abgetuned sozusagen. Und das ist langfristig nicht leistungsfähig. Und deshalb ist es wichtig, dass man jetzt Geld zur Verfügung stellt und richtig das Glasfaser von innen nach außen auch in die ländlichen Räume immer weiter ausbaut. Das scheint ja auch, ich habe übrigens gestern mal geguckt, irgendwie, wie schnell mein Internet im Büro ist. Ich kam auf 30 Mbit pro Sekunde. Obwohl wir hier in einer großen Stadt sind und die Versorgung in Ballungsgebieten, auch in Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg und Bremen, ja eigentlich schon sehr viel weiter ist als auf dem Land. Also bin da noch eine ganze Ecke weg von dem, was Sie als Ziel gesetzt haben.
Ja, man muss sich aber anschauen, dass über 70% der Haushalte, denen stünden theoretisch 50 MB zur Verfügung, wenn sie es auch nutzen würden. Ganz viele, die es haben könnten, zahlen auch nicht dafür, nutzen es nicht. 30 ist eine gute Versorgung, ja, aber wir sind ja jetzt auch noch nicht im Jahr 2018. Da wird sich auch noch einiges tun, was die Kosten betrifft. Wir haben den Auftrag bekommen vor 2 Jahren, hatten im Haushalt 0 Euro stehen und haben dann eben durch Innovationspaket, durch die Versteigerung der digitalen Dividende 2, sind wir auf knapp 3 Milliarden gekommen, die dann auch wieder von den Ländern zusätzlich kofinanziert werden. Wir haben sowohl im Jahr 2015 als auch jetzt im Jahr 2016 eine Zusage von der Telekom und allen Mitbewerbern auf 8 Milliarden. Die wurden im letzten Jahr nicht nur versprochen, die wurden im letzten Jahr auch eingehalten. In diesem Jahr sind es nochmal 8 Milliarden. Und natürlich kann man immer sagen, dass mehr Geld wünschenswert ist. Das sehen wir auch so. Und natürlich kann man immer sagen, Glasfaser zum Nachttisch und das muss die Bundesregierung zahlen und die 80 Milliarden muss es uns wert sein. Wir sind der festen Überzeugung, dass Vectoring selbstverständlich eine Übergangstechnologie ist. Die wird jetzt auch mal als Zwischenziel noch genutzt. Also ich sage mal zum Beispiel VDSL, dass man eben auch von 50 jetzt noch kurzfristig auf 100 Mbit pro Sekunde kommt. Aber dass es keine Zukunftstechnologie ist, das weiß die Bundesregierung auch. Das ist doch schon. Ja, das Problem daran ist ja, dass jetzt Geld in die alte Technologie gesteckt wird, anstatt tatsächlich in das Neue zu investieren. Und Betreibermodelle beispielsweise, dass Kommunen eben auch Leerrohre verlegen können, Glasfaser dann zur Verfügung stellen können, dass Wettbewerber der Telekom beispielsweise Glasfaser auch betreiben können. Das ist alles wird nicht so stark gefördert, wie jetzt beispielsweise die Telekom die Vectoring macht. Ich glaube, das ist der falsche Weg und so erreichen wir das Ziel nicht, das dringend notwendig ist, damit wir hier auch zukunftsfähig sind. Wollte ich auch noch mal aufnehmen, denn es gibt ja den Vorwurf und die Kritik, dass die Bundesnetzagentur die Telekom bevorzugt, weil diese Verteilerkästen, über die von denen das Vectoring ausgeht, wenn es dann zu den einzelnen Haushalten geht, überwiegend natürlich von der Telekom betrieben wird. Es kann nur eine Technologie da installiert werden und das ist die in der Regel der Telekom. Warum also wird die Telekom so bevorzugt, wie viele Kritiker sagen? Also erstens mal ist es so, dass die Telekom auch angekündigt hat, im Nahbereich 1 Milliarde für Vectoring zu investieren, die nicht gefördert wird, also wo gar keine Fördergelder fließen. Und zweitens mal ist die Bundesnetzagentur eine neutrale Behörde, wo eine neutrale Beschlusskammer nach Abwägung vieler Argumente, wir hatten es gestern auch in den unterschiedlichen Ausschüssen, im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und im Ausschuss digitale Agenda am Nachmittag, wo auch nochmal von Seiten der Bundesnetzagentur dazu Stellung genommen wird. Jetzt gibt es ja auch ein Phase-2-Verfahren von der Europäischen Union. Das heißt, es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung, die die Bundesnetzagentur getroffen hat, auch von Europa gebilligt wird. Und das wird jetzt nochmal 3 Monate dauern. Und ansonsten sage ich nochmal, wir liegen da gar nicht weit auseinander, aber wir müssen uns eben auch an geltendes Recht und Gesetz halten. Aber wenn die EU-Kommission etwas überprüft, weil möglicherweise der freie Wettbewerb gefährdet ist, scheint das ja nicht ganz so einfach zu sein, wie Sie jetzt zumindest den Eindruck erwecken. Naja, aber wir haben auch eine EU-konforme Maut und die wird auch überprüft. Also da würde ich nicht immer so viel drauf geben. Da warten wir mal das Ergebnis ab, ob die wirklich so EU-konform ist. Aber da können wir uns ein andermal nochmal, glaube ich, ausführlich mit beschäftigen. Was ist Ihr Einwand? Vielleicht kann man nochmal die Situation schildern. Der Bund ist Anteilseigner an der Telekom. Er ist gleichzeitig Regulierer und er ist auch noch Auftraggeber. Das passt alles nicht zusammen. Das ist ordnungspolitisch problematisch. Deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, die Telekom-Aktien des Bundes zu veräußern. Das bringt ungefähr 10 Milliarden Euro. Die könnte man tatsächlich in den Glasfaserausbau stecken und dann wären wir ein ganzes Stück voran. Leider macht das die Regierung nicht und deshalb werden wir 2018 auch noch mit auf dem Land Modemgeschwindigkeit daher dümpeln. Klingt doch aber eigentlich ganz ergiebig, 10 Milliarden Euro, um sie dann in den Ausbau zu stecken, wie Sie ihn auch durchaus befürworten. Was spricht dagegen? Im Gegensatz zu anderen Ministerien ist unser Ministerium keins, was sich immer auch in die Federführung anderer Häuser einmischt. Da müssen Sie dann andere Kolleginnen und Kollegen fragen. Das werden wir bei Gelegenheit dann auch tun. Für heute erstmal vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, zumindest einen Einblick in diese Thematik zu gewinnen. Wir könnten locker noch eine Viertelstunde, wenn nicht gar noch länger, weitermachen und hätten auch dann noch nicht alle Details besprochen. Für heute Morgen also vielen Dank, Frau Bär, vielen Dank, Frau Rösner. Wir werden das vertiefen und unsere Zuschauer können es gleich schon vertiefen, wenn sie nämlich der Debatte hier folgen.